Ich habe keinen Weißmagier, mit dem ich dich wiederbeleben kann. Ich habe nur ein paar Waldläufer. Geht's? Wir trauern gerade um Zurek, genau, um Schildi. Trauern um Schildi. Schildi liegt da tot im Wasser. Schildi hat sie nicht ernsthaft mit dem Loser gekillt. Doch. Doch. Kann sein, dass ich den falschen Skill genutzt habe. Und namens Glamour. Wunderschönen guten Abend. Also Schildi essen. Es würde sich anbieten, aber nein. Soweit ganz gut. Soweit ganz gut, Flummer. Und bei dir? Auf ihn mit Gabel und Messer losstürmen. Oh. Gut, dass er sich weggebordet hat noch. Schiri ist entkommen. Ich komme von Kugeln. Ah. Also ich weiß nicht, ob Kitty nochmal wiederkommt. Ich gebe jetzt auf jeden Fall einmal meine Quest ab. Und dann würde ich einfach die Kupferglockenmine schnell machen. Ich weiß nicht, wie lange Kitty noch braucht. WB Luna! Was machst du denn hier? Zieh mir ein Prinzessinnenfeuer aus dem Schurkenstrom. Im zentralen Lanossier. Als Köder kommt nur Krebsfleischbälle in Frage. Hab ich doch. Was für ein Fang! Ein wahres Prachtexemplar, eine Prinzessinnenforelle. Darüber kann man sich wahrlich nicht beschweren. Aber auf die Größe kommt es ja eigentlich gar nicht an, wie man an mir sieht. Nicht schlecht. Bei dem Anblick möchte man sofort den Grill anfeuern. Wenn es mir recht überlege, habe ich heute noch gar nichts gegessen. Eine gegrillte Forelle käme da genau richtig. Das wäre eine wunderbare Idee. Warum nimmst du den Fisch nicht sofort mit nach Hause und machst es dir gemütlich? Du elender Schmarotzer. Nett. Sisipu, du schaffst es wirklich immer wieder, mir den Tag zu verderben. Puh, was denkst du denn? Aldari hat den Fisch für mich gefangen. Dachtest du wirklich, ich würde ihn dir so einfach überlassen? Ja, wahrscheinlich hat er das gedacht. Den Fisch esse ich natürlich nur, um dein Können als Fischer besser einschätzen zu können, Aldari. Dazu muss man ihn natürlich auch probieren. Unabhängig davon, was mit dem Fisch passiert, hast du aber auf jeden Fall etwas dazugelernt. Nämlich, dass man sich so einige Tricks einfallen lassen muss, um große Fische zu fangen. Man benötigt die richtige Ausrüstung bis hin zur passenden Kleidung. Dazu kommt das Talent, alles perfekt einsetzen zu können. Wer diese Faktoren nicht im Einklang bringen kann, fängt auch keine großen Fische. An der Größe eines Fisches kann ich vieles erkennen. Dein vorhandenes Können, die Leistungsfähigkeit der Angelrute und sogar, dass du beim Fischen die adäquate Kleidung und den richtigen Köder verwendet hast. Du bist wahrlich kein Grünschnabel mehr, Aldaria. Ich werde allerdings weiterhin mein Bestes geben, um dir noch mehr über das Fischen beizubringen. Leg dich also nicht auf die faule Haut. Okay, dann legen wir uns nicht auf die faule Haut. Dann machen wir einfach.
Hallo Shady. Shady lebt wieder. Jo. Wie gesagt, ich gehe davon aus, Kitty ist gerade nicht da. Wenn doch, muss Kitty schreien. Ich habe Fragen. Viele Fragen. Die eine ist, warum hast du mich schon wieder umgebracht? Ich kann die nicht wiederbeleben. Hab keinen Heiler. Ich nix Heiler. Pfischer. Kann nicht schlecht aus dem Tode hochangeln. Shady, willst du mit? Einfach essen. Ja. Dead. Hier wird nichts gegessen. Wir hungern. Schädel, willst du mit in die Kupferglocken Dingens? Dunst. Ja, ich erscheine. Okay, super. Das ist super. Damit ich die Story ein bisschen weitermachen kann. Hab jetzt, glaube ich, lang genug gewartet. Das, da kann ich aber mal kleiner skalieren. So. Brauche ich ja hier nicht in XXL zu haben. So, Richtung. Hat sich schon wieder Käse vorhin geschoben. Das ist so falsch. Es ist einfach nur so falsch, Hybrid. Es ist einfach nur falsch. So abgrundtief falsch. Das ist so im gerollten Zeitung verprügelt. Richtig so, Iron! Richtig so! Aber tu ihm nicht zu doll weh. Ich brauch den Wolf noch. Eine einzelne Schildkröte steht hier. Ah, jetzt taucht auch Shady auf. Was? Steht die Schildkröte da erstmal alleine? Lass ihn am Leben. Reicht das? Okay. Na gut. Ja, gut. Wenn du meinst. Da kann man auch nichts mehr zu sagen, Luna. Alter. Was? Nee. Hybrid, wie soll man das nicht hinterfragen? Okay. Luna hier geblieben. Lass mich nicht mit ihm alleine.
Oh. Ich habe was Spitzes zwischen den Beinen gehabt. Was denn zurät? Ist was? Wo ist es? Es ist so hell hier. Wo bist du mal, Luna? Du lässt dich nicht von denen anstecken. Du bist normal. Iron! Nein! Nein! Einfach nein. Ja, das hat ihn nicht getan. Leute, ey. I'm a fucking unicorn. Okay. Ich verstehe. Hilfe. Ich tue so, als wäre ich gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Ich sitze hier zwar, aber ich bin nicht da. Ich bin einfach nicht anwesend. Zeig mir deine Ware. Oh Mann. Okay. Mit Lachtränen lässt sich echt schlecht schreiben. Wusstet ihr das? Nee, gar nicht. Ich hab hier so viele Krümel überall. Aber da ich meine Mission erfolgreich erfüllt habe und Iron und Luna verdorben habe, gehe ich erstmal auf, weil ich Arbeit ruft. Sind alle schön versorgt und dreht noch mehr am Rad. Aber ich meine, bleibt alles schön brav und lieb. Schlaft alle schön. Danach ist es morgen. Bis morgen, Hybrid. Toll, jetzt verlässt du uns und lässt mir hier einen komplett verdorbenen Chat. Also ganz toll hingekriegt. Hast du ganz doll hingekriegt.
Mission erfüllt. Ja. Iron. Alter, was stimmt nicht mit dir? Also, okay. Weiß ich nicht, versuch's immer wieder herauszufinden. Ich glaube, wir hatten gerade unsere 5 Minuten. Ja, glaubst du nicht nur? Ich weiß das sogar. Kitty, wir haben es eben auf dich gewartet. Ich wusste nicht, wie lange du noch brauchst. Deswegen sind wir schon mal reingegangen. Ich hab das seit 20 Jahren. Das wird nicht besser bei mir. Nur noch schlimmer. No. Hat etwas länger gedauert. Alles gut, Kitty. Wie gesagt, ich war mir jetzt unsicher, wie lange du noch brauchst. Und weil es jetzt ja schon 21 Uhr ist. Na? Deswegen. Mit dem Dedo-Wede, das Ding hat ein. Oh, ne Schwert. No. Alter, kleine süße Babykätzchen. Ich denke einfach nur noch ein kleines süßes Babykätzchen. Gleich irgendwie weiter. Mach das. Oh, Kitty! Schön. Echt schön. Die Frisur ist hübsch. Das kann ich immer zu den ersten Dates machen. Das stimmt, Kitty. Das stimmt.
kann mich jetzt mal im Avatar bummeln. Ist gerade am Arbeiten. Jetzt glaube ich dir. Ich muss erstmal jemanden finden, der mir Modes machen kann. Yay, Siegesruhm. Schön. Okay, Spartan und Maschinen. Gesiebst die spielen. Mach das. Ich spiele Final Fantasy weiter. Bin auch nur dezent süchtig.
Muss ich nicht unbedingt in der OE drin stehen bleiben. Ne? Kann ich einmal. Yay, ich habe ein neues Outfit. Wunderbar. Eigentlich. Ach, 9 Briefe habe ich noch drin. Warte mal. Mach mal kurz. Ich muss mal ganz kurz was einstellen. Den Schädi vor mir. Ja, ich muss etwas. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. So. Ich werde mal kurz zur Achterburg. Ich habe nur 9 Briefe, aber wir gucken, ob noch ein neuer angekommen ist. Schön, dir auf jeden Fall danke fürs Mitkommen. Vielen, vielen lieben Dank. Reise wieder auf meine Welt. Mach das. Yay. Dann nehmen. Ist einer. Warte nämlich auf einen Brief. Kann nur sein, dass er auch mal wieder dauert. Nee. Das ist es nicht. Okay. Dann dauert es noch. Dann muss ich erstmal zu Bemalter Berg zurück. Aber ich finde es gut, dass man jetzt wenigstens von Light of Chaos und von Chaos of Light gehen kann. Finde ich gut. So sieht man sich wenigstens trotzdem noch. Okay, schön, die kann nicht aufhören, mich damit zu hauen. Sehr gut. Ich hab ja nichts gesagt, Schildi. Ist der gut? Ruhig. Ganz ruhig. Huch, ich bin an der Treppe vorbei.
Jetzt kommt Kledi mit der Fackel. Das kann ja was werden. Stufe 33. Okay, heute schaffe ich auf jeden Fall keine 50. Das wäre bestimmt machbar. Ah, die Befreierin der Kupferglockenmine ist zurückgekehrt. Dank dir können wir den Bergbau in der Mine wieder aufnehmen und oder die nötigen Rohstoffe für den Wiederaufbau liefern. Das gesamte Sultanat steht tief in deiner Schuld. Ich werde Papa Shan die frohe Botschaft persönlich überbringen. Bitte sei du so gut und geh zu Momodi. Sie wird froh sein, dich lebend wiederzusehen und deinen Bericht aus erster Hand zu erfahren. Ich bin erstmal weg. Alles klar, Shady. Nee, tu ja trotzdem nicht mehr mit ihm. Ach, Quatsch. Quatsch, natürlich tust du das noch. Doch, wirst du. Definitiv. Glaub mir. Kommst drüber hinweg? Wir sehen uns doch dennoch. Nein. Hilfe. Nein. Okay. Du dreckige Diebin, du hast Essen von mir gestohlen. Nein, halt's Maul. Wage nicht, es zu leugnen. Bitte, Herr, ich habe nichts Unrechtes getan. Ich habe das Fleisch aus eigener Tasche bezahlt. Ich schwöre es. Du dreister Wurm, wagst du noch, mich anzulügen? Flüchtlinge wie du können sich nicht einmal vergammeltes Müllfleisch leisten. Schon gar kein Dodo-Filet. Ich warne dich ein letztes Mal. Rück sofort das Diebesgut raus, sonst werde ich dir das Fell über die Ohren ziehen. Oder du musst deine Schulden auf eine andere Weise begleichen. Wenn du mir zu Diensten bist, vergesse ich vielleicht dein schändliches Verbrechen. Ich bin ja schließlich kein Scheusal. Nicht, hä? Nein, ich bin unschuldig. Hilfe. Unschuldig, vor allem. Bitte, Abenteurerin, flehe dich an, rette mich vor diesem Unhold. Ich schwöre bei dem Grab meiner Mutter, dass ich nichts gestohlen habe. Ich habe lange auf das Fleisch gespart, um meinen Kindern einmal ein anständiges Essen zu bieten. Misch dich gefälligst nicht ein, klar? Oder steckst du einfach mit dieser diebischen Hexe unter einer Decke? Langsam verliere ich die Geduld. Los, Männer, erteilt dem Pack eine ordentliche Tracht Prügel. Nö. Blöder ekelhafter Krümel. Einfach mal Lichtteller gemacht. Mir reicht's, ich mach die Biege. Hey, was fällt euch ein? Kommt gefälligst sofort zurück. Danke, meine Retterin. Tausend Dank.
Die Flut an Flüchtlingen reißt einfach nicht ab. Ja, sie alle haben durch die Katastrophe ihre Heimat verloren. Schrecklich, wie viele es sind. Aber seit der Katastrophe sind bereits 5 Jahre vergangen. Warum bessert sich die Lage nicht? Tja, damals wurden riesige Landstriche verwüstet und ganze Siedlungen dem Erdboden gleichgemacht. Vielerorts war die Bevölkerung jeglicher Lebensgrundlage beraubt. Bis heute sind viele Böden unfruchtbar, was zu Hungersnöten geführt hat. Da blieb selbst den Hartgesottensten keine Wahl, außer ihre Heimat zu verlassen. Und nun suchen sie Zuflucht in den Städten und erhoffen sich einen Neuanfang. Ist die Situation in Ulda so schlimm oder spielt sich in den anderen Stadtstaaten das gleiche ab? Den Gerüchten nach spielen sich überall dieselben Dramen ab. Wobei bestimmt die meisten Flüchtlinge nach Ulda kommen, weil die Stadt als wohlhabend gilt. Die Armen folgen dem Lockruf des Geldes. Die können einen wirklich leid tun. Ich wünsche ihnen von Herzen einen guten Neuanfang. Ich hoffe nur, dass sie unsere friedliche Stadt nicht ins absolute Chaos stürzen. Na, die Messingklingen werden die Lage schon unter Kontrolle halten. Und zur Not kann immer noch die Legion der Unsterblichen eingreifen. Hat die staatlichen Gesellschaft nicht Wichtigeres zu tun? Klar, aber ihr wird womöglich keine Wahl bleiben. Armut und Verzweiflung werden die Flüchtlinge zum Äußersten treiben. Diebstähle sind noch relativ harmlos. Aber wenn sich die Situation nicht bessert, kann es schnell zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen. In Ulda dreht sich nun mal alles ums Geld und Gold und Gil. Wer nichts hat, ist auch nichts wert. Wie soll das alles nur enden? Hoffen wir das Beste. Einige Flüchtlinge sind durchaus in der Lage, eine ordentliche Arbeit zu finden und ein anständiges Leben zu führen. Dodo-Filet, herrlich zartes Dodo-Filet, garantiert frisch. Vielen Dank, werte Dame. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass sich Ulda auf einem guten Weg befindet. Aber es gibt auch Schattenseiten. Ja, die gibt es. Alles in Ordnung? Willst du dich etwa an einem wehrlosen Händler vergreifen? Was? Du willst gesehen haben, wie sie das Fleisch gekauft hat? Das ist doch lächerlich. Mitnichten. Ich habe es auch gesehen. Lass die arme Frau in Ruhe, du gieriger Halsabschneider. Wer wagt es? Nun gut, ich werde gnädig über diese Unverfrorenheit hinwegsehen. Doch nur dieses eine Mal. Gesegnet seist du, meine Retterin. Wer weiß, was mir dieser Widerling angetan hätte, wenn du mir nicht geholfen hättest. Jeden Tag eine gute Tat. Hast du uns vermisst? Dabei waren wir durchaus in deiner Nähe, um dich zu beobachten, seit du Gridania verlassen hast. Du hast deine Aufgaben als Botschafter vorbildlich erfüllt und jegliche Gefahren mit Bravour gemeistert. Doch noch wichtiger ist, dass du dich für die Hilflosen und Schwachen eingesetzt hast, auch wenn du dir keinen persönlichen Vorteil davon erhoffen konntest. Kurzum, du besitzt alle Eigenschaften, die wir von einer Abenteurerin erwarten. Naja, wenn wir mal ehrlich sind, bist du in den Streit mit dem Dodo-Fleisch eher hineingestolpert. Nun ja, das wollen wir mal nicht so eng sehen. Kommen wir lieber auf die Vision zu sprechen, die du gerade hattest. Bist du neugierig, was das war? Du verfügst über eine besondere Gabe, die wir dir erklären können. Es gibt noch andere, die über dieselbe Gabe verfügen. Zufälligerweise auch eine gute Freundin von uns, die wir dir gerne vorstellen würden.
Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich will sie nicht kennenlernen. Wir schlagen zunächst ein unverfängliches Treffen vor. Doch unsere Absichten reichen weiter. Wir möchten, dass du dich unserer Sache anschließt. Als Gegenleistung werden wir dich nach Kräften bei deinen weiteren Unternehmungen unterstützen. Huch. Ich verspreche dir, es wird nicht zu deinem Schaden sein. Nur ich verstehe, wenn du ein wenig Bedenkzeit benötigst. Überleg es dir in Ruhe und melde dich dann bei Momodi im Treibsand. Sie ist eingeweiht und wird dir sagen, wo du uns finden kannst. Psst, sag's keinem weiter, aber wir gehören zu einem Geheimbund, dem Bund der Morgenröte. Yay, bald sehe ich meine super tolle beste Freundin wieder nicht. Das ist eine coole Waffe. Du liebes Lieschen, da hat wohl mal wieder jemand das gesunde Verhältnis von haben und soll nicht verstanden. Dass man nämlich besser immer was in der Tasche haben soll. Merk dir das, wenn du es nicht, wenn du es den Ula zu etwas bringen willst. Wenn es um Wucher und Halsabschneider geht, kannst du dich vertrauensvoll an mich wenden. Ich bin nämlich Spezialistin auf dem Gebiet. Der Prävention solch unlauterer Geschäftspraktiken natürlich. Bei Liebeskummer leicht dir auch gerne ein Ohr. Schließlich gibt es keine Beziehung, die Geld nur nicht gekittet hätte. Zumindest für eine Weile. Hehe. Ah, Aidaria, stehst du schon lange da? Ich war gerade mit dem Neuankömmling beschäftigt. Verzeih mir, falls du warten musstest. Gut siehst du aus. Man könnte glatt meinen, du kämst frisch aus dem Urlaub und nicht aus dem Kampf gegen fürchterliche Riesen. Mishun hat dich zu viel versprochen. Du bist eine echte Heldin. Papa Shan wird sich ebenfalls über die guten Nachrichten freuen. Ach ja, eine Druidin wartet auf dich. Sie möchte unbedingt mit dir reden. Danke, dass du mir deine kostbare Zeit opferst. Ich heiße Ella und möchte gerne ein paar Worte an dich richten. Ich war Mitglied einer Abenteurergruppe, zugegeben mit wenig Erfahrung, doch hehren Zielen. Wir hatten uns so viel vorgenommen, aber dann hat es unseren Anführer in Gridani erwischt. Aver ist tot. Aver und ich wollten im Frühling heiraten. Als er noch lebte, hat er einmal mit dir gesprochen, auch wenn du dich vielleicht nicht mehr daran erinnerst. Die Begegnung mit dir hat ihn tief beeindruckt. Danach hat er ständig davon geschwärmt, was für eine tolle Abenteurerin du bist. Er wollte dir nacheifern, doch dann starb er und ließ mich allein zurück. Danach war ich so verzweifelt, dass ich das Abenteuerleben aufgeben wollte. Doch je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr Bewunderung empfand ich für dich, für deine Taten und deine Persönlichkeit. Das brachte mich dazu, meinen Entschluss zu überdenken. Ich werde in mein Heimatdorf zurückkehren, um dort Tag und Nacht zu trainieren, bis ich eines Tages so stark und geschickt bin wie du. Doch vorher wollte ich dich noch einmal sehen und dich nach deinem Namen fragen. Würdest du ihn mir verraten? Aidaria Eiszatze, ich werde deinen Namen für immer in Ehren halten. Danke, Aidaria Eiszatze. Ich bete, dass wir uns eines Tages wiedersehen. Lebe wohl. Ehrlich gesagt, wollte ich anfangs gar nicht nichts mit euch Abenteurern zu tun haben. Dachte, ihr werdet alle grob, dumm und unhöflich. Zum Glück habe ich die Führung der Abenteurergilde trotzdem übernommen. Denn mittlerweile fühle ich mich geehrt, an euren Abenteuern teilnehmen zu können. Besonders glücklich bin ich darüber, deine Bekanntschaft gemacht zu haben, Aidaria. Du interessierst dich für den Bund der Morgenröte? Nein, eigentlich nicht. Dann haben sie sich dir also offenbart. Wenn du ihr Angebot in Betracht ziehst, dann werde ich dir verraten, wo du die Mitglieder des Bundes treffen kannst. Oh Gott, ich habe einen Frosch im Hals. Furchtbar. Einfach nur furchtbar. Oh. Fühlt sich nicht gut an. Gar nicht gut. Also, ich muss ja mit dir nochmal reden.
Da sind sie. Oh, gleich sehen wir sie. Für uns hier mit dem schon das erste Mal. Du möchtest mehr über den Bund der Morgenröte wissen, hm? Sehr schön, das zeigt wieder mal, dass du ein richtiger Abenteurer bist. Neugierig und mit Gespür für alles Spannende. Sei ganz beruhigt, die Mitglieder des Bundes sind gute Leute. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Eosia von einem Problem zu befreien, die so dringend auf Lösung warten. Das ist natürlich keine kleine Aufgabe und so suchen sie immer nach fähigen Mitstreitern. Sie haben mich ausdrücklich gebeten, gute Kämpfer zu ihnen zu schicken, wenn mir welche begegnen. Und du bist genauso eine. Ich werde dir sagen, wo sie ihr Hauptquartier eingerichtet haben. Aber bitte behalte den Ort für dich. Es liegt in der Bucht des Abendsterns in Westanalan. Sieh dich dort um und wenn du den Eingang gefunden hast, biete einfach deine Dienste an. Du bist eine Frau mit Köpfchen und Talent und solltest deine Fähigkeiten dort einsetzen, wo sie gebraucht werden. Ich hoffe natürlich, dass du mich darüber nicht völlig vergisst. Schau doch ab und zu vorbei und erzähl mir, wie es dir in der Zwischenzeit ergangen ist. Das tun wir. Alter. Ich bin einfach mal 23 Quests über der eigentlichen Hauptquest. Ich übertreibe. Weil ich nicht glaube, dass ich es noch. Huch, ich muss in die Richtung. Nicht glaube, dass ich es noch bis zu den Gesellschaften. So, 21, 30. Weiß ich nicht. Ich würde halt gern schon die Gesellschaftszahl dafür kriegen. Mal gucken. Wie lange wir jetzt gleich dafür brauchen. Ich habe ja nur so viele Quests offen. Aber deswegen habe ich hier die Empfehlung übrigens auch offen. Ja.